So, hallo, da sind wir wieder. Sascha Grammel und Frederik Freiherr vom Furchensohn. Hallo, ich bin's, Josi. Ja. Tschaka. Und heute mit einem kleinen Intelligenztest. Das heißt, wir testen, wie intelligent du bist. Und du? Ich hab auch Angst. Wieso hast du Angst? Dass ich das Falsche sag. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich auch. Los geht's. Sascha Grammel. Tschaka. Viel Spaß. Drei Katzen brauchen 3 Minuten, um 3 Mäuse. Hört mal auf jetzt hier. Bitte mal ein bisschen konzentrieren, ja. Aua. Da sind die Wuschelhaare. Hier sind die Wuschelhaare. So. 3 Katzen brauchen 3 Minuten, um 3 Mäuse zu fressen. Wie lange brauchen 100 Katzen für 100 Mäuse? 3 Katzen brauchen 3 Minuten... um 3 Mäuse zu fressen? Richtig! 100 brauchen wie viele Minuten, um 100 Mäuse zu fressen? 3 Katzen. Können wir es auch mit Schildkröten machen? Da kann ich besser rechnen. Ja, also pass auf. 3 Schildkröten brauchen 3 Minuten, um 3 Mäuse zu fressen. Aber Schildkröten fressen keine Mäuse. Dann müssen wir das auch tauschen. Also pass auf, dann mach ich so. 3 Schildkröten brauchen 3 Minuten, um 3 Salatblätter zu fressen. Wie viel brauchen 100 Katzen? Nee, da muss man jetzt auch bei den Schildkröten bleiben. Okay. Also, sag mal. Wieso ich? Weiß nicht, du kannst besser rechnen. Ich kann mal überlegen. Also, 3 Schildkröten brauchen 3 Minuten für 3. Also braucht ja eine Schildkröte auch 3 Minuten für 1 Salatblatt, also brauchen 300 Minuten. Falsch. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. 3 Minuten. Auch 3 Minuten? Wieso 3 Minuten? Weiß nicht, vielleicht sind die besonders schnell. 3 Schildkröten brauchen dann 3 Minuten? Hä? Wieso? Wieso brauchen... Ach so. Also nicht eine ist sozusagen 100 Salatblätter, sondern 100 essen eins. Ist ja ganz schön eine Trickfrage gewesen. Ja, haben Sie uns aufs Glatteis geführt? Hier ist ja gar kein Glatteis. Das sagt man nur so. Ach so. Mit den Katzen fand ich irgendwie besser. Kurze Unterbrechung für den Käse der Wahrheit. Sag mal, hast du eigentlich unseren Kanal abonniert? Nee. Na, sag mal, und die Glocke aktiviert? Nee. Und ihr? Habt ihr schon den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert? Nee. Na dann aber schnell. Und jetzt geht's weiter mit unserem Video. Nee. Doch. Sag 5-mal hintereinander weiß. Weiß, 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 weiß. Das war nicht 5-mal. Nein? Nein. Nochmal. Weiß, 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 weiß. Was trinkt die Kuh? Na? Milch. Falsch. Milch? Die Kuh trinkt... Die Kuh? Die Kuh. Die Kuh? Ja. Du hast da dazu gesagt. Ich wollte aber Kuh sagen. Dann sag doch, was du meinst. Kuh. Ist aber falsch. Wie, das ging ja um eine Kuh. Ich meine, also Milch ist falsch. Ja? Ja, die Kuh trinkt Wasser, nehme ich an. Das Kälbchen trinkt Milch. Ja. Respekt, du hast es drauf. Also Wasser. Die schlürft den ganzen Tag läuft die Kuh rum und trinkt Wasser. Hier mal trinkt die Wasser, dann trinkt die da Wasser. Die trinkt halt Wasser gerne. Nur Kälbchen, die trinken Milch. Wenn du um 8 Uhr schlafen gehst und den Wecker stellst und den auf 9 Uhr stellst und dann schläfst, wie lange, also und wenn dich dann der Wecker um 9 weckt, wie lange hast du dann geschlafen? Wenn du um 8 Uhr, das können wir ganz einfach auch abzählen. Ja, das mache ich auch immer. Ich ziehe auch immer ab. Ja, wollen wir abzählen? Ja. Okay, also wir gehen um 8 Uhr schlafen. So, wir werden jetzt um 9 Uhr geweckt. Ja. Ja, also pass auf. 9, 10, 11, 12. So, sind 4, ja. Und dann noch 9 Stunden. Sind 13 Stunden. Falsch. Dann haben wir 13 Stunden geschlafen. Ich gehe aber gar nicht um 8 ins Bett. Wann gehst du ins Bett? Ich gehe immer um 9 ins Bett und stehe um 8 auf. Okay, das wird jetzt kompliziert. Und was wäre es jetzt? 1 Stunde von 8 bis 9, 1 Stunde. Wieso 1 Stunde? Ach so, ich dachte, weil man steht ja um
Also du stehst ja also am nächsten Tag um 9 auf. Ach so, wenn da das nur so ein kleines Nickerchen. Kommen da auch leichtere Fragen? So, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Teile 30 durch ein halb und dann 10 mal 10 dazu. Auf was kommst du da? Teile 30 durch ein halb? Also was ist denn ein halb? Was ist denn ein halb? Keine Ahnung. Ich bin ein halb. Ich bin halb so groß wie du. Ja, also wenn ich 30 durch dich teile? Ja. Und 10 dazu, was habe ich dann? Dann hast du einen richtig coolen Vogel. Richtig. Also 30 durch ein halb, also weiß ich nicht, ein halb ist jetzt 15, sage ich mal. 30 durch 15 ist 2 und 10 dazu ist 12. Mann, Leute, das ist doch total einfach. Ich glaube, es ist komplett falsch. Was ist die richtige Antwort? Auf 70 kommt man da, 70. Du musst durch ein halb teilen, 10 dazu, dann hast du schon 70. Mann, das war jetzt aber auch nicht so schwer. Die sind doof. Ich hab meine Arme, jetzt hab ich deswegen meine Arme verheiert. So, jetzt geht's wieder. Oh Gott, ich guck nicht meinem Mathelehrer zu. Ich hatte gar keinen Mathelehrer. Ja, deswegen hoffe ich ja, er guckt nicht zu. Das macht gar keinen Sinn. Ist aber lustig. Und da kommt auch schon die nächste Frage von außer Rüdiger. Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von anderen benutzt? Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von anderen benutzt? Ja, meine Schlinke. Ich weiß nicht, was könnte das sein? Weiß nicht, bin da nicht so kreativ. Ich hab auch Angst. Wieso hast du Angst? Dass ich das Falsche sage. Das ist ja nur hier ein Gag. Was? Ein Gag. Das ist ja ein Intelligenztest. Was ist denn, wenn ich am Ende gar nicht intelligent bin? Das ist auch nicht schlimm. Du bist ja süß. Ja. Ja. Und außerdem bist du auch intelligent. Also pass auf, wir überlegen jetzt mal. Was gehört dir, aber es benutzen meistens andere? Ich wollte gerade sagen Zahnbürste, aber das ist ja richtig eklig. Ich komm nicht drauf. Ja, auch nicht. Was ist es denn? Dein Name. Ah, dein Name. Ich benutze den aber auch. Ja? Ja, sag immer zu den Leuten, hallo, ich bin's, Josi. Ja, stimmt. Guck, dann stimmt die Frage gar nicht. Also bist du doch intelligent. Richtig. Wenn Sie jetzt denken, das kann doch nicht wahr sein, dass das Video schon vorbei ist, dann gucken Sie sich doch noch eins an. Klicken Sie einfach hier auf das Video nebenan. Viel Spaß!